Und zum Beispiel irgendwelche Sachen aufnehmen, weil er vorher auf X-Datei erstmal auf E macht. Auf E. Ja, wenn du irgendwelche Sachen aufnehmen willst oder so. Weil ich Ach, wenn bin's er es auf echt. E macht. Achso, nee, ich bin's echt gewöhnt, immer mit E irgendwas einzusammeln. Das ist ja Ja, eigentlich bei den keine meisten Ahnung. Spielen. Ich ändere das immer auf F. Ja. Weil ich das von manchen Spielen auf F kenne. Und Achso. ich bei MMOs und so alles manchmal Skills auf E habe. Können wir losstarten? Was hier runterladen? Wenn du in der Luft attackierst, dann machst du so, also eine Midi-Attacke machst, dann machst du eine Slam-Attacke. Also wenn du runterfliegst, machst du so eine Smash-Attacke. Wenn du beim Hochspringen ist, beim nach vorne bewegen ist, Midi-Attacke machst, dann machst du so ein. Hier runter. Wie machst du das denn? Einfach deine Midi-Attacke in der Luft. Habe ich gesehen. Die Idioten rumstehen und die ganze Zeit rumsmashen. Auch alte Kisten gucken, wieso ihn. Hast du gesehen, oder? Schlag die ihm auf. Sag ich, schlag die ihm auf. Ach, da kommen sie. Machst du dir? Oh, das war's schon. Tür auf, bam, 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 Tür zu und tot. 34 sind noch. Was ist eigentlich das Blaue hier, was du einsammelst? Was aussieht wie so ein Gehirn. Was aussieht wie ein Gehirn, ist nur die Energie. Ach so. Ich wurde entdeckt. Oh. Kannst du deine Warframes auch individuell immer einfärben, ne? Aber die Farben kosten meistens auch was. Ich habe hier so schwarz und rot und so halt. Haha. Von hinten ab. Dich von hinten an die Rand schleichst, das ist das cool an dem Spiel. Du kannst dich an die Rand schleichen, dann kannst du sie tot melien. Okay. Also wenn deine Waffen natürlich stark genug sind, kannst du die tot melien. Aber wenn sie dich halt sehen von vorne, dann ist aus. Aber Ja, meistens Gesundheit. kannst du dich, Dankeschön, an die Rand schleichen.
Oh, Stufe aufgestiegen. Was ist der denn? Ach, unten war. Ich habe einen kleinen Vorteil hier. Du siehst ja über meinen Kopf, da schwebt ja so ein Vieh, wa? Ja. Der zeigt mir auf der Karte an, wo manche Gegner sind. Achso. Also in einem bestimmten Umkreis um mich rum. Dem Raum ist keiner mehr. Geheimnisse Orochin. Hast du eine Schotti oder was? Shotgun im Moment, ja. Achso. In dem Game sind die echt cool, weil die schön we von Weitem schon killen. Irgendwie weit ich. Wie die mal wegfliegen, ey. Hat halt übelst Druck auf dem Füller, das Ding. Also auch das Rutschen ist geil. Noch eine richtig geile Shotgun, so eine doppelläufige, die auch nur 2 Schuss hat. Wie? Ja, muss ich mal meine Sekundärwaffe zeigen. Schon mit der Stufe aufgestiegen? Alter Schwede. Was ist denn eigentlich immer hier drin? Immer Energie und Waffen sind hier, Munition ist hier drin, aber. Ja, manchmal auch Mods. Mods sind auch sehr wichtig in dem Game. Ich laufe einfach überall durch und dann werden wir sehen, was er aufsammelt. Genau. Später jetzt das Vieh, was ich auch über den Kopf habe, das saugt auch so die ganzen Materialien und Munition, die ich gebrauchen kann, saugt er in einem bestimmten Radius auf. Das ist praktisch, die Mistviecher. Der Carrier. Weißt du, Litter mal und dann drück mal deine Midi-Attacke. Was? Littern und deine Midi-Attacke. Erst schlittern und dann deine Midi-Attacke. Littern? Midi-Attacke. Ducken. Ducken, Midi-Attacke. Also im Laufen ducken und dann Midi-Attacke. Dritter Kaiser. Alter, so der Ja, kann so. gleichzeitig so viele Attacken machen, dann muss ich erstmal klarkommen hier. Ja, du kannst dem Spiel richtig viel machen. Vor allem auch so schnell. Du musst dich manchmal gegen richtig Horden von Gegnern wehren. Hier ist doch so ein Container mit. Wenn hier so ein Container grün Ah. ist, dann kannst du den aufmachen. Achso. Hier ist ein roter, den kannst du nicht aufmachen. Naja, Teig schon mitgekriegt. Immer Ausschau halten. Hier zum Beispiel ist auch noch einer. Wie sieht aus? Oink, oink. Zwei Gegner noch. Selfkillen. Stuffkills, 7 mehr EP. Okay.
Spaß raus. Tü-tü-tü. Okay. Kann man noch überall woanders checken. Können überall immer noch irgendwelche Kisten sein. Also wir hier noch gerade hier anfangen, hier wird nicht so viel Toilet sein. Wo auch Kleinvieh noch bist. Hier, wenn du dich in die Nähe von diesen irgendwelchen Dingern stellst. Warte mal, ich komme jetzt mal kurz zu dir. Ja, dann, wenn du hier da an die Dinger rangehst, dann ist die Mission vorbei. Naja. Sozusagen der. Aber ist es denn nochmal den Kisten gucken oder wollen wir jetzt? Was? Ich bin schon. War schon dran, ne? So, das war eine Exterminate-Mission. Ja, der einfachen. Obwohl die alle nicht so schwer sind. Ich wechsle mal kurz mein Frame auf irgendwas Geiles. Flammladung, Hint, was Hitzeschaden habe ich bekommen? Eine Mordbelohnung. Jetzt sieht man Augenschmaus mit. Operator, you have returned. I am Ordis, ship Cephalon, a shadow of my former self. I cannot serve the operator in such a So. condition. Ausstattung, mein Inventar. Was habe ich denn? Excalibur. Da wirst du noch nicht so viel finden. Ich möchte mich was mir geht um. Fähigkeiten. Arsenal management could be restored if the operator wishes it. Also ich kann komplette Schiff auch umbauen. Oh. Ist ja hart. Als das Innenleben kannst du einfärben. Außerhalb das Ding, den Hirnze kannst du einfärben. Ja, von den ganzen Frames kannst du halt die gewissen Farbteile mal einfärben. Okay. Wenn ich hier runterlaufe, dann steht hier zum Beispiel Segment installieren. Wenn ich ja vom Cockpit geradezu runterlaufe. Da kannst du draufklicken? Jo. Was macht er dann? Also Modifikation ist das da. Ach so, da gibt's, da ist dann die ganzen ganz Mods drin. Ne? Ah, okay, da ist ein Mod-Chamber jetzt gebaut. Ja, genau. Ja, du musst nur mal ein paar Missionen starten, weil ich weiß nicht, was du das nächste Mal machen musst. Aber am Anfang sagt er, den du noch machen musst und so. Ja, ich habe ja zum Beispiel, Mod ist zum Beispiel Excalibur Rang 1. Aussehen, Fähigkeiten. Was sind die Fähigkeiten auch? Dass ich dich nicht auf deinem Schiff besuchen kann, das wäre auch noch ein cooles Future. Ja. Das Schiff dann wie so eine kleine Lobby ist. Ach, du bist ja direkt nebenan bei mir. Ich kann so vom Cockpit kann ich dein Schiff sehen. Ist ja geil. So, wie kann ich jetzt hier eine Mission starten? Du musst, vorm Fenster ist so ein Ding. Navigation nennt sich das. Ach, Schiffskommunikation wiederherstellen. Muss ich erstmal machen. Ah. Wenn sich hier eine Karte, eine Weltkarte ist, da mit einer Ups. Mission Spionage habe ich nur. Ja, dann mach mal Spionage, ist cool. Ding. Ah, das ist eine Einzelspielermission. Also? Dann starte ruhig. Was haben wir gerade gespielt? Exterminate. Soll ich nochmal einstellen? Ja, mach mal.
Die Einzelmission kann ich dann alleine spielen. Okay, sowieso gleich bald pennen. Lange machen. Auch nicht so lange machen. Das jetzt hast du bestätigt, oder? Ja, ich muss dann auf Escape drücken und dann. Ah, dein Schiff sieht ja geil aus. Ich sehe aus wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein halber Pilz, ey. Ich hab dafür aber auch Geld ausgegeben, also. Ach so. Ja, das ist mein Augengeilheits-Warframe. Okay. Aber mit denen hast du auch einen Bogen. Ja, aber ich extra wechselt die Waffe. Ah. Das sieht aus wie so ein Samurai. Ja. Auch extra ein Samurai-Schwert angewählt. Alter, hier ist ab. Oben ist doch geil, wenn ich die alle Wandhacker, wenn ich sie treffe. Lass mal gucken. Der ist ein bisschen weit weggeflogen. Einer, dann ist einer. Ich bin jetzt mal irgendwo an der Wand zu tackern. Können wir mal. Hat aber schnell jetzt, ja. Da irgendwo. Vitalität habe ich jetzt. War das so? Wurde rechte Karte angezeigt mit Vitalität. Ja. Also das ist ein Level-Up gekriegt wahrscheinlich. Ups, ich hab seinen Oberkörper abgeschossen. Und schon wieder Stufe 2. Ja, Staff kills ihm extra Punkte. Wenn wir nie in der Wand kleben. So geil aus, Mann. Ah, der ist wirklich nice. Ist einer der höheren Viecher schon. Den habe ich mir auch für Platin von einem anderen Spieler gekauft, weil ich den dann Okay. selber farmen müsste. Ah, hier mein Iron Man Laser. Guck. Ey, was das alle tippt, ey. Der hart. Bleibt auch Raketenwerfer, Granatenwerfer, Shotgun, Maschinengewehr, Burstfire-Gewehre, dann halt Bogen, Armbrust, Hurricanes, Kunais, Nunchakus, Schild und Schwert, ihr bitte. Ah, jeder Bogen, der ist geil. Und Wenn ich Bogen ist den geil habe, und dann würde ich mit denen ohne Schwert. rocken. Weil die auch schön leise sind. Die Schränke. So, hier, guck mal, was meiner noch kann. Check noch fest. Ich glaube, der hier. Geht doch nicht. Aha. Ah, guck mal, hier kann ich mit dem tauschen. Quatsch. Kann mich einfach zu dem porten. Okay. Das Okay. wollte ich eigentlich zeigen, genau. Erstens kann ich hier. Meine erste Attacke ist ein Shuriken.
Kann ich glaube noch. Was war die Smoke Bomb? Das hier? Hallo! Ich sehe nur noch den Namen, ey, ist ja geil. Und halt ein bisschen den Schatten halt dran, ja auch nicht. Aber ich bin halt eigentlich unsichtbar. Dann habe ich noch so eine übelste Spezialattacke. Visiere ich ihn an und im Umkreis von denen kill ich dann einfach alles. Okay. Ist ja hart, Ist ey. geil. Der Gegner dann. Ach, du machst es schon. Hä? Das ging mir gerade ein bisschen zu schnell. Du warst doch gerade links, ey. Und hast den Typen gekillt. Das war jetzt meine Ultimate. Ach so. Das wartete, dass ich den. Ich spring die an, hau den auf ihre wunden Punkte sozusagen und haut mich dann dahin zurück, wo ich herkam. Und bin während der ganzen Aktion auch noch unbesiegbar. Das ist arschgeil irgendwie. Hast du auch viel Geld ins Spiel? Ja, ich bin schon jetzt schon sehr fasziniert davon. Ja, weil es auch noch so smooth aussieht, alles finde ich. Und jetzt sind ja jetzt hier, ist ja nur die erste Rasse. Gibt da noch drei weitere? Nee, doch drei weitere. Okay. Wobei die. Ja, eigentlich vier weitere. Wobei eine davon einfach nur so eine Mind-Control-Rasse ist. Also. Oder eher ein Computer, der so die anderen Rassen mind-controlled. Ach, wir haben ja schon alle Feinde. Oh, hier oben ist ein Balkon. Nee, da komme ich nicht hoch. Doch, musst du dich ducken. Wenn du dich duckst und dann springst, dann machst du so einen Katapultsprung. Aha, also dann muss ich auch noch nach oben gucken. Ja, Ich der guck. springt immer in die Richtung, wo dein Zielkreuz hinglotzt. Ah! Gut, alles klar. Sich da hin? So da lang. Mission complete. Excellent work, Tenno. Also, ich hab Vitalität halt matt bekommen. Vitali plus 40% Gesundheit. To the navigation console. Ich gucke erst mal mein Schiff an. Geh mal dein Schiff an. Hier nochmal kurz gucken wegen Arsenal. Nehmen jetzt mal Oberon. Ah. So ein Paladin-mäßiger Warframe. Du kannst dir auch im Arsenal die ganzen Warframes angucken. Einfach Ah, mach auf die gleich. Equip und dann kannst du ja. Ich kann ja nur an das Arsenal ran, mehr ist er hier nicht. Auch nicht. Okay. Dann klickst du da auf deinen Warframe, auf Excalibur und dann auf Ausrüsten und dann da die ganzen Viecher.
Alter Schwede. Ash, Atlas, Banshee, Chroma. Das ist alles mit Ash geht, ne? Auch ja, aber du kannst Auch. die meisten kannst du auch finden. Also die erfahren. Ich habe auch nur E2 gekauft mit Eschild. Ich habe eins davon Weil für Mesa sieht nice aus. 13 Warframes habe ich jetzt schon. Von 29 oder so. Ja, Mesa ist echt nice. Kannst du aber auch irgendwie nur ganz räudig farmen. Bei Bellerino zum Beispiel steht dran, dass ich zu wenig XP habe. Genau, du Besser. hast so einen Meisterschaftsrang hast du noch so, der so nebenbei immer läuft. Den erhöhst du, indem du halt andere Sachen hochlevelst, also die ganzen Waffen. Ah. Okay. Hab nämlich jetzt schon Ach, jetzt. Meisterschaftsrang Rang 9. Jetzt sehe ich gerade auch die ganzen Waffen hier. Das kommt alles noch. Geht schneller als man Ah, denkt. hier den Bogen zum Beispiel kann ich für 15.000 holen. Keine. Ist der noch Scanner, der den ich habe? Wo? Weil das Spiel rockt, ey. Da werde ich das bestimmt sehr, sehr lange noch dran setzen. Ah, musst du aufpassen, dass er dich nicht zu sehr überwältigt. Auf jeden Fall. Aha, ich kann Meistens fehlen die Sternstaub, kann Armeen. ich für, kann, bei der Ausrüstung kann ich Sternstaub, kann ich kaufen. Okay. Aha. Dann Emotionen kannst du auch holen, widersprechen, zustimmen. Ach, Begleiter, genau. Ach, die sind alle nur mit Echtgeld. Ja, die kannst du aber auch im Markt kaufen für Credits. Ach so. Also kannst auch so bestimmte Sachen, kannst du einfach im Markt dann rufen. Genau, für echt gilt das einfach immer nur Luxus und dass es schneller geht. Ja, wo ist der Markt? Der ist vor dem Cockpit. Wenn du die Rampe hochläufst, rechts das Ding. Ach so, ist noch bei mir noch offline. Alles klar. Muss ich erst noch freischalten. Oh, so schnell schnell eine Singleplayer-Mission da machen. Ja, Missionsspionage, also. Hast du da nicht noch irgendwie andere Missionen? Ich hab noch jetzt einen Batzen andere Missionen, warte mal. Aber jetzt wieder eine andere, die fast die gleiche gemacht haben, deswegen. Ja, wir haben Genode gleich Naja. nochmal gemacht. Dann machen wir unten andere an. Ich muss ja die erstmal freischalten. Kann ich dann nachher machen, wenn du aufgehst. Oh, Survival ist ein bisschen anspruchsvoller. Da müssen wir mindestens 5 Minuten überleben. Und da geht so eine Prozentanzeige die ganze Zeit runter, die unser Sauerstoff beinhaltet sozusagen. Okay. Wenn die auf 0 fällt, dann ersticken wir langsamer sicher.